Ich habe ein kleines Problem. Ich quatsche einfach zu viel. Ich komme einfach nicht auf den Punkt. Ich interessiere mich nun mal für Tennis, genau wie für Computerspiele oder Kino. Man kann das nicht einfach voneinander trennen. Die Dinge sind eben in Bewegung, alles fließt, Yin und Yang, wenn Sie verstehen. Ich stecke meine Nase einfach in alles hinein. Und nach all den Fragen kommt der Punkt. Es gibt einfach von allem zwei Seiten. Apropos Seiten, ja, aber das würde jetzt zu weit führen. Guten Tag, Reisebüro Abelon, wir haben telefoniert. Abelon, Reisen, Sie wollten Dings, ich habe Ihnen jetzt ein paar Pauschalangebote rausgesucht. Schöne Sachen, größtenteils über teilweise auch schon dort. Es ist, Sie müssen sich halt bald entscheiden, die Nummer haben Sie ja. Wiederhören. Yeah, I mean, everyone needs to have a vacation once in a while, so I think so. This is an airport. Pick up the luggage, yeah. First plane is about to take off. Ich bin ja eigentlich der klassische Herbstflieger. Ich bin mir nicht sicher, ob sowas schon klassisch ist, aber man sagt ja immer klassisch, wenn man etwas beweisen will, aber nicht kann. Im Grunde versuche ich einfach, den Sommer zu verlängern. Oder den Winter zu verkürzen, je nachdem. Finden Sie auch, dass der Sommer diesmal unglaublich schnell vorbei war? Die Kürze des Sommers, die war in diesem Jahr ja geradezu klassisch. Ja, und das wären dann die klassischen Traumziele. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich muss ja immer feststellen, dass die Bilder im Fernsehen oder in den Katalogen nie so ganz der Realität entsprechen. Das Klassische an den Traumzielen scheint also nicht das Traumziel selbst, sondern eigentlich der Mangel an Beweisen zu sein, dass sie wirklich existieren. Und trotzdem versuchen sich jedes Jahr Millionen von Menschen vom Gegenteil zu überzeugen und fliegen irgendwo hin. Sagen Sie mir, Will, haben Sie es genossen? Apropos Fliegen, trinken Sie im Flugzeug eigentlich auch immer Tomatensaft? Das ist ja das klassische Getränk auf Flugreisen, ein eigenartiges Phänomen, als ob sich die Menschheit irgendwann mal drauf geeinigt hätte. Vielleicht ist das jetzt nicht so wichtig, aber es muss doch einen Grund dafür geben. Aus wissenschaftlicher Sicht sehr wohl auch einen Grund, denn Tomatensaft enthält sogenannte Antioxidantien, die den Körper vor freien Radikalen schützen. Freie Radikale nennt man sauerstoffreich. Aha. Verbindungen, die sehr reaktiv sind und diese freien Radikale entstehen verstärkt. Naja, das ist mir jetzt zu kompliziert. Außerdem glaube ich ja, dass Lebensmitteltechnologen eine verschwindend geringe Minderheit unter den Flugreisenden sind. Das muss irgendeinen anderen Grund haben. Ich meine, was unterscheidet einen Tomatensaft schon von einem Orangensaft? Ja, aber er ist auch nicht unbezahlbar. Ja, und auf einem 14-Stunden-Flug hilft einem das auch nicht gerade viel. Also um ein Autogramm bin ich beim Fliegen noch nie gebeten worden. Außerdem hat das Fliegen ja doch ziemlich von seinem Glanz früherer Tage eingebüßt. Und die Zeiten, als 100.000 Fans am Flughafen auf ihren Star gewartet haben, die scheinen ja auch längst vorbei zu sein. Argentinien 78, auch so ein Klassiker. Klassische Trainingsanzüge und klassische Frisuren. Ah, die Rückkehr von Karl Schranz aus Sapporo 1972. 1809 Andreas Hofer. Na, damals war ja der Bösewicht Napoleon. 1972 war es dann das Olympische Komitee. In diesem Sinne heiße ich Sie noch einmal in der Heimat sehr herzlich willkommen. Danke vielmals, Herr Minister. Werden Sie eigentlich auch gerne vom Flughafen abgeholt? Abgeholt werden ist ein schönes Gefühl, finde ich. Außerdem spart man sich eine Menge Geld fürs Taxi. In Schwarz-Weiß hat das alles einfach mehr Pathos gehabt. Damals gab es noch keine überfüllten Busse an der Gangway, keine Landeklatscher und keine Miles and More. Die Meilenkonten sind ja heute das, was früher die Visa-Stempel in den Pässen waren. Wer wohl die meisten Flugmeilen von denen gesammelt hat? Wahrscheinlich der. Papst Johannes Paul II. Hat ja seit seiner Ernennung mehr als 1,2 Millionen Meilen zurückgelegt. Das ist übrigens Haile Selassie. Ich weiß nicht, ob Ihnen der was sagt. Haile Selassie ist der einzige dunkelhäutige Monarch, der jemals vom Westen anerkannt wurde. Na,
scheint ziemlich von sich eingenommen gewesen zu sein. Haile Selassie wird ja von den Rastafari auf Jamaika aufs Höchste verehrt. Der war mal auf Dienstreise in Jamaika und hat sich vor den Rastas dann so gefürchtet, dass er nicht dazu zu bewegen war, auszusteigen. Von wegen Conqueror. Auf jeden Fall ist Rasta eine Religion, in der Frauen mal wieder überhaupt keine Rolle spielen. Es gibt zum Beispiel so Sachen, die sehr kontroversiell sind, wie zum Beispiel, dass Frauen, wenn sie ihre Tage haben, nicht in der Küche kochen dürfen. Und so Sachen, weil das ist dann unrein. Trotzdem ist halt dann noch das Gebet da, das irgendwie sehr wichtig ist für Rastafari. Das Rasta-Reggae-Vokabular, das liegt einem ja oft in den Ohren, aber man hat im Grunde überhaupt keine Ahnung, was damit gemeint ist. Lion, Zion, Babylon. Babylonischer Gedanke, der, naja, man kennt vielleicht die Geschichte des babylonischen Turmbaus, wo also ein paar Leute irgendwie sich überschätzt haben und immer näher zu Gott wollten und dann diesen nicht fetten Turm gebaut haben, der natürlich da drinnen ist zugegangen. Puh, babylonisch, wie jeder mit jedem und so, man kennt das Ganze. Und auf einmal geht es, und der liebe Gott hat das nicht toleriert und das ist eingestürzt. Mag es jetzt die Statik gewesen sein, heute würden die das irgendwie anders berechnen, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall basteln die Leute heute auch noch an einem babylonischen Prinzip, in dem sie einfach irrsinnige, überschätzte Gebäude aufbauen und so weiter. Und also extrem da eine buttern, um vielleicht reicher als andere zu sein, also sie über die Dinge zu stehen. Und das nennt Rastafari Babylon. Babylon ist also schlecht. Faszinierend fand ich ja auch schon immer, wie sich weltumspannende Musik wie Reggae nur von einer einzigen Insel aus entwickeln konnte. Ich meine, Jamaika ist halb so groß wie Österreich. Wie man vielleicht weiß, wird ja auch Cannabis verwendet in dieser Religion. Ein verrufenes, gekräuteltes, das inhaliert wird und das verlangsamt den Menschen angeblich. Jetzt könnte man diese These nehmen, dass das vielleicht das Ska auf einmal durch Inspiration vom lieben Gott verlangsamt wurde, durch dieses Kraut, das da inhaliert wird und dann quasi der Reggae entstanden ist. Und jetzt kommen wir zum Dub. Reggae hat ja das, dass ja da eine Meditation stattfindet. Da wird dann auf einmal die Message weggelassen, also das gesprochene Wort, und nur fragmental eingesetzt und die Instrumentalmusik läuft weiter. Um mehr Platz für Meditation zu haben vielleicht. Das wird wahrscheinlich meine Freundin sein, herrlich. Guten Tag, Abalon noch einmal, Reisebüro. Ich rufe an wegen Ihrer Anfrage, weil Sie gefragt haben, wegen Jamaika. Das ist nur Flug, wenn ich richtig notiert habe, Wien, Montego Bay. Umsteigen in Amsterdam, 6,99, das ist Angebot, wenn Sie unter 37 sind, Montego Bay, also da war ich schon dort. Rufen Sie einfach zurück noch, bis er noch bis 17 Uhr sind wir noch da. Ja, aber da sitzt man dann wieder 18 Stunden im Flugzeug. Ja, nochmal zurück zur Musik auf Jamaika. Begonnen hat das Ganze ja in den 50ern mit Ska. Das scheint den Menschen aber dann irgendwie zu schnell gewesen zu sein und mit Reggae wurde das Ganze dann entspannter und endete schließlich dann im Dub. Mr. Bob Marley, der war ja ein begeisterter Fußballspieler. Achtung. Guter Schuss. Mich würde mal interessieren, ob man auf jamaikanischen Fluglinien rauchen darf. Wenn nicht da, dann wahrscheinlich nirgends. Ist Ihnen schon mal aufgefallen, dass sich in jedem Flugzeug auf der Welt, egal ob alt oder neu, auf der Toilette Aschenbecher befinden? Als ob man dort schon jemals rauchen durfte. This is a non-smoking flight. Trotzdem schreiben die Behörden vor, dass auf der Toilette ein Aschenbecher sein muss. Und zwar aus dem Grund, falls ein Passagier vielleicht sich doch einmal vergisst und eine Zigarette sich anzündet, wird das natürlich sofort gemeldet durch einen Detektor. Und dann hat dieser Passagier doch die Möglichkeit, in einen Aschenbecher auszudämpfen. Und noch was, wenn Sie nächstes Mal im Flugzeug sitzen, achten Sie mal auf die kleinen Bläschen an der Fensterscheibe. Die Fenster im Flugzeug bestehen aus zwei sehr dicken Scheiben. Dazwischen ist ein Luftpolster, aus dem einfachen Grund, dass die Scheiben nicht anlaufen können. Jetzt weiß ich immer noch nicht, aber egal. Reggae, Jamaika. Es hat sicher nichts mit der Größe des Landes zu tun, sonst würde ja die ganze Welt heute wahrscheinlich russische Balalaika-Musik hören. Die Insel an sich muss dafür verantwortlich sein, sonst würde es ja auch zum Beispiel auf Kuba nicht die besten Zigarren der Welt geben. Und der Komodo-Waran, der würde nicht nur auf Komodo vorkommen. Oder der Kakapo nicht nur auf den Codfish Islands. Und die Lemuren nicht nur auf Madagaskar. Alle drei sind übrigens vom Aussterben bedroht.
Ja, von dem gibt's noch 5000 Stück. Ist aber auch nicht viel. Es gab ja auch nie mehr. Um den Bestand zu regulieren, frisst er manchmal seine eigenen Jungen auf. Oder vielleicht auch einfach, weil er Hunger hat. Übrigens ist der Komodowaran wahrscheinlich das Tier mit dem schlimmsten Mundgeruch. Was wahrscheinlich daran liegt, dass er Aasfresser ist. Die Bakterienanzahl im Mund ist so hoch, dass bereits ein Biss tödlich sein kann. Der Kakapo hingegen, der wird aussterben, wegen geradezu unfassbarer Naivität. Nicht nur, dass er vergessen hat, wie man fliegt, er hat einfach nie gelernt, überhaupt zu entkommen. Ein Kakapo erwartet von ihnen, wenn sie ihn aufheben, dass sie ihn wieder dorthin zurückstellen, wo sie ihn aufgenommen haben, wenn sie mit ihm fertig sind. Außerdem haben Kakapos den kompliziertesten Paarungsritus aller Tiere weltweit. Irgendwie sympathisch, diese Kakapos. Sympathischer zumindest als die Komodowarane. Die sind ja mehr die Hannibal Lectors unter den Echsen. Nicht nur, weil sie Kannibalen sind. Unser erster neuer Fall heute kommt aus Wien. Innerhalb eines Monats wurden zwei Familien ermordet. Die Taten waren extrem gut organisiert. Die Opfer waren sorgfältig ausgewählt. Und das wird sicher so weitergehen. In unserem Fall geht es um Raub, versuchten Mord und Mord. Ich brauche Ihren Rat, Dr. Lecter. Sie wissen doch wohl, unsere letzte Zusammenarbeit endete ziemlich grässlich. Haben Sie eigentlich Schweigen der Lämmer gesehen? Das ist hier quasi die Fortsetzung, obwohl es ja eigentlich der erste Teil ist. Genau wie bei Star Wars. Der Trend scheint wegzugehen von Fortsetzungen hin zu... Na, wie heißt das denn eigentlich? Wir haben etwas mehr als drei... Richtig. Pünktlich zu den Morden in Washington kommt jetzt ein Film über Serienmörder ins Kino. Und die Zeitungen schreiben, dass dort Leute von einem Genie oder von einem Wahnsinnigen erschossen werden. Alles relativ. Was ist geniale Züge und was ist schon Wahnsinn? Diese beiden Dinge liegen manchmal sehr nahe beieinander. Gar nicht nachvollziehen können, was es für eine sexuelle Befriedigung bedeuten kann, eine Frau auszuweiden oder Blut zu trinken, sondern ich brauche die Erkenntnisse jener, die dieses Verhalten definitiv gezeigt haben. Das ist übrigens Thomas Müller von Beruf Profiler. Hört sich cool an, was machen Sie beruflich? Ich bin Profiler. Das sind die Typen, die Täterprofile erstellen. In die Lehre gegangen bei John Douglas, der nicht nur Pionier in Sachen Täterprofile, sondern auch Vorbild für Scott Glanns Rolle in Schweigen der Lämmer war. Um ehrlich zu sein, ich habe keine Ahnung, wer der Kerl ist. Das, was ich euch geliefert habe, waren grobe Umrisse. Der Kerl hat kein Gesicht für mich. Das hast du auch in Bezug auf Gerald Hobbs gesagt und irgendwann... Hast du verstanden, wie er denkt? Aber wenn Sie den ersten Beitrag gesehen haben, das Schweigen der Lämmer, so hat Thomas Harris zweifelsohne sehr, sehr viel recherchiert und hat auch mit John Douglas zusammengearbeitet. Und so ist Thomas Harris wie viele andere natürlich auch darauf angewiesen, aus realen Fällen Einzelpunkte zusammenzuholen, um dann eine vernünftige Geschichte daraus zu machen. Douglas' berühmtester Fall war wohl der Juna-Bomber. Kaczynski war hyperintelligent und hatte innerhalb von nur 3 Jahren in Harvard promoviert. John Douglas hat 20 Jahre gebraucht, um diesen Täter zu fassen. Und Thomas Müller jagte 4,5 Jahre den Briefbombenattentäter. Ich lebe die deutsche Volksgruppe! Franz Fuchs klingt ein bisschen wie Gustav Ganz. Nein, danke! Wenn Ihnen das ganze Thema jetzt ein bisschen zu sehr an die Nieren geht, dann können Sie ja vielleicht umschalten auf ORF 2. Aber ich sage Ihnen gleich, was passiert. Dort läuft auch nur ein Krimi. Aber probieren Sie es mal. Wir warten hier inzwischen. Ein Fall für zwei, Klaus-Theo Gärtner. Ich glaube, es ist eine Wiederholung. Mich würde ja interessieren, ob ein Mensch wie Müller sofort merkt, wenn man ihn privat anlügt. Selbstverständlich. Und wie geht das? Das würden Sie gerne wissen. Der Typ ist wahrscheinlich das ganze Jahr in jeder Ecke der Welt unterwegs und trinkt Unmengen an Tomatensaft. Ja, dann nochmal Abalon, Reisebüro. Ich hätte jetzt, wenn die Fernflüge für Sie doch nicht in Frage kommen, es gäbe noch, habe ich nachgeschaut, noch jetzt 3 Plätze Wien-Hamburg. Hamburg an der Alster, wissen Sie, das ist schön gerade um die Jahre. Also ich würde auch gern wieder mal nach 160 Euro ist das, inklusive aller Taxen. Wie gesagt, 3 Plätze gibt es jetzt noch, so müssten Sie halt rasch entscheiden. Eine Städtereise nach Hamburg, ich weiß nicht. Auf den kurzen Distanzen, da gibt's ja wieder nichts zu essen. Und das Essen lenkt mich wenigstens ein bisschen von meiner Flugangst ab. Ich meine, die Concorde ist wegen einem Vogel abgestürzt. Vögel sind überhaupt so ein Problem für die Fliegerei. Deshalb werden ja während der Sicherheitschecks tiefgekühlte Hühner in die Turbinen geworfen, um diese zu testen. Ich weiß nicht, ob Hamburg eine gute Idee ist.
Meine Freundin Lisa hat ja gesagt, dass sie nur an einen Ort fährt, von dem es eine Fototapete gibt. Weißer Strand und so. Und von Hamburg, na, da gibt es bestimmt keine. Was sollte da auch schon drauf sein? Die Hafendocks? Oder die Reeperbahn? Oder Freddy Quinn? Was mich ja gleich zum nächsten Punkt bringt. In einer Stadt wie Hamburg, da trifft man bestimmt die falschen Leute, endet in den falschen Clubs und im falschen Hotel. Einfach deswegen, weil man niemand kennt. Wie beinahe in jeder Stadt übrigens. Da bräuchte man einen wirklichen Hamburger. Irgendeiner, der sich auskennt in der Stadt. Naja, vielleicht nicht den unbedingt. Ja, den hatten wir schon. Ja, den schon gleich gar nicht. Der ist in New York. Und der ist noch nicht lange genug dort. Wer könnte das sein? Ja, halt! Das ist DJ Dynamite. Den könnte ich mir vorstellen. Estelle. Dynamite. Also für mich macht das Grün in der Stadt macht den Unterschied. Jetzt hängt es natürlich davon ab, was so eine Stadt mit ihren Grünflächen anfängt. Ich meine, will man darauf picknicken oder kacken da einfach nur die Hunde drauf? Verstehen Sie mich nicht falsch, ich habe nichts gegen Hunde. Aber es ist schon absurd, welche Rolle Hunde im Leben von manchen Menschen spielen. Ein Gespräch mit einem militanten Hundebesitzer verläuft im Endeffekt genauso wie das Gespräch mit einer militanten Mutter. Vormittags hat er geschlafen, mittags sind wir spazieren gegangen und nachmittags hat er was gegessen. Apropos Futter, kann mir mal jemand erklären, warum Hunde, die ja farbenblind sind, Farbstoffe im Futter brauchen? Meine Vermutung, warum jetzt Farbstoffe auch im Hundefutter enthalten sind, ist die, dass ja Hundefutter von Menschen gekauft wird, von Menschen ausgesucht wird, der Mensch dieses Hundefutter auch optisch bewertet. Dem Vierbeiner wird es wahrscheinlich ziemlich egal sein, ob da jetzt Farbstoffe drinnen sind oder nicht. Das glaube ich auch, schrecklich. Noch schrecklicher sind übrigens solche Aufkleber. Die sind natürlich auch nicht besser. Aber vielleicht nochmal ganz kurz zurück zu Hamburg. Vor kurzem haben dort The Vines gespielt. Und es gibt ja kaum eine Gitarrenband, die im Augenblick so gehypt wird. And usually we're just trying to hold together and the fast songs are really fast. And then the slow songs are even more slower. Da haben wir jetzt gerade schon den Sänger Craig Nichols kennengelernt. Der erinnert mich ja ein bisschen an Richard Ashcroft. Also sein Vater, der hatte auch schon eine Band, die The Vines hieß, allerdings mit Y geschrieben. I know that the Beatles used to play here, so that's what I stuck out most in my head, like, and I don't know, I think I used to go to school with a kid who came from here, and it's cooler, like all the trees, lots of different kinds. Auch keine Erleuchtung. Ich meine, das mit den Beatles. Dass die in Hamburg ihre Karriere begonnen haben, das weiß man ja von Trivial Pursuit-Abenden. Obwohl The Vines recht oft mit den Pilzköpfen verglichen worden sind. Paul McCartney hat ja vor einigen Monaten wieder geheiratet. Und zwar ein Model namens Heather Mills. Die hat übrigens auch nur ein Bein, genau wie Captain Ahab. Aber das, glaube ich, habe ich Ihnen letzte Woche schon alles erzählt. Ich verstehe nur nicht ganz, wie ich jetzt drauf komme. Hamburg, Paul McCartney, Vines. Ich habe keine Ahnung mehr. Und was ist das jetzt? Ah, das ist der Hamburger SV. Trainer Kurt Jara, möglicherweise ja nicht mehr allzu lange, denn die goldenen Zeiten mit Trainer Ernst Happel sind beim HSV vorbei. Und der FC St. Pauli Hamburg steht ja mittlerweile sogar schon in der zweiten Liga auf einem Abstiegsplatz. Was aber die St. Pauli-Fans nicht im geringsten stört. Wir trinken Bier und gucken ein bisschen Fußball. Es ist völlig egal, ob sie gewinnen oder verlieren. Die verletzten Star, da haben sie irgendwie völlig hoch verloren. Ja, wir haben ja ein paar Spiele gemacht, 4-2, 4-1. Ja, es interessiert niemanden. Irgendwie sympathisch, dieser olympische Gedanke, dabei sein ist alles. Das gleiche habe ich mir letzte Woche bei Österreich gegen Holland von Hermann Mayer gedacht. Ja gut, ich bin erst sehr spät gekommen, kurz nach der zweiten Hälfte. Guten Tag, Avalon, Reisebüro. Ja, also, die Hamburg-Maschine ist jetzt voll, da waren wir ein bisschen zu spät dran. Ich habe Ihnen jetzt extra noch was rausgesucht, das wäre dann allerdings schon für morgen. 16 Uhr, also nachmittags erst,
Wien ab und an in Moskau 18.05 Uhr. 239 Euro um Moskau im Herbst, nicht? Wenn ich das buchen soll, müssen Sie sofort zurückrufen. Moskau im Herbst. Haben Sie übrigens gewusst, dass in den östlichen Ländern wesentlich mehr Tomatensaft getrunken wird als bei uns? Das würde mich übrigens auch noch interessieren. No, I drink orange juice. Verstehe. Coca-Cola ist ja übrigens so ziemlich die einzige synthetische Getränkemarke, die sich durchgesetzt hat. Tomaten, Orangen, Vanille, Erdbeeren, das kommt ja alles in der Natur vor. Der Erfinder von Coca-Cola, John Pemberton, war ja eigentlich Apotheker und irgendwie sowas wie das St. Pauli der Getränkebranche. Er hat die Marke Coca-Cola damals um lächerliche 2.300 Dollar verkauft. Darum kann man sich heute nicht mal so viel Coca-Cola kaufen, wie der Konzern pro Sekunde produziert. Die Erfinderin des Nike Swoosh hingegen bekam nicht mal den Gegenwert eines Sportschuhs. Und dieser adrette Herr, der hätte von seiner Entlohnung auch nicht mehr als ein Smiley-Shirt kaufen können. Die Erfinder von Carving Ski und MP3, die sind sowieso heutzutage auf Spenden angewiesen. Jetzt fällt mir auch ein, was ich vorher sagen wollte. MP3 war's. Musik und so. Hamburg war ja schon Musikmetropole, bevor es Bands wie die Sterne oder Tokotronic gab. Damals hieß es halt Punk und nicht Hamburger Schule. Die Gruppen sind auch eher nach Hamburg gekommen als nach Berlin. Vielleicht auch durch diesen Inselcharakter, kann ich nicht genau beurteilen. Auf jeden Fall gab es hier immer viele Konzerte und Hamburg war immer bekannt als die etwas härtere Punkstadt im Vergleich mit Düsseldorf oder anderen Städten, wo es ein bisschen schicker war, ein bisschen stylischer als in Hamburg. Und wie gesagt, diese Drei-Akkorde-Revolution, das hat mich fasziniert, weil das ja doch ein sehr politisches Statement ist. Auch einfach machen, etwas machen, egal ob du es kannst oder nicht. Und das kann man ja auf fast alle Lebensbereiche übertragen. Apropos drei Akkorde. Ich bin ja der festen Überzeugung, dass das am öftesten gespielte Gitarrenthema in einem Gitarrenladen folgendes ist. Also die meistgespielte Nummer, definitiv von jemandem, der Gitarre ausprobiert, ist Smoke on the Water. Ja, bei uns gibt es die Regel, wer das spielt, zahlt eine Kiste Bier. Also das ist die Regel, die es bei uns gibt. Vor kurzem ist mir übrigens aufgefallen, dass Smoke on the Water ja von Genf handelt. Spricht jetzt nicht unbedingt für Genf, sondern erklärt eher, warum Mary Shelley Frankenstein in Genf geschrieben hat. Ein positiver Punkt. Laut einer Studie der Economic Intelligence gehört Genf ja zu den Plätzen, die für Ausländer am lebenswertesten sind. Ich habe keine Ahnung, woran das liegt. Wien belegt übrigens den gleichen Platz wie Genf. Die Ausländerparadiese par excellence sind übrigens Melbourne, Perth und Vancouver. In Vancouver, da werden ja die zahlreichen Grünflächen fast ausschließlich zum Golfspielen verwendet. Das ist nicht so meins. Aber dafür ist Douglas Copland aus Vancouver, Autor von Generation X. Mit dem hätte ich auch gern mal über Ganja und Reggae gesprochen. Oder vielleicht mit Ali G, der weiß da sicher auch sehr gut Bescheid. We're going to be talking about the drug thing. Let's start. From over here. I mean, that's Moroccan black, isn't it? Yeah. After being obviously, you didn't know that. How much would this cost you on the street? About 60, 70 pounds. Aye, but you'd probably be getting ripped off if you had to pay that much. I mean, you can get it cheaper than that. Okay. So what is the names for it? I mean, we all know it's called the bionic, the bomb, the puff, yeah. The black, the herb, the sensi, the chronic. Yeah. The sweet Mary Jane, the shit, the bomb, the ganja. Apropos Marihuana, haben Sie eigentlich schon mal was von Howard Marks gehört? Howard Marks war ja in den 70ern der berühmteste Drogenschmuggler. Mittlerweile stehen sogar einige der Gegenstände, in denen er geschmuggelt hat, im Amsterdamer Hanfmuseum. It's about 80 years ago, 85 years ago, doctors prescribed cannabis to guys who jerks off, you know, for masturbation. Or to help them or to stop them? To stop them. This has been Anthony Tunnicliffe, Albert Lane. Marco Polo, Mr. Nice, Albi, Her Majesty's Prison Number 126593, United States Federal Prison Number 415260004 and Howard Marks. Und apropos Namen, vielen Dank übrigens für die Namen, die Sie uns für die Sendung bisher zugesandt haben. Ich bin noch nicht ganz dazu gekommen, sie alle durchzusehen, aber trotzdem vielen Dank.